weiterfliegen zu den Teichen von Aguna mit stattlichen 40 FPS. Naja, geht eigentlich. Also ich muss ja sagen, ist ganz okay für Ultra HD. Ich hatte ja mal, was habe ich heute, naja, für euch wird das schon ewig her sein, aber ich habe heute tatsächlich, ich weiß nicht, ob das ein verfrühter April-Scherz ist, so am 25. März, aber ich habe ernsthaft gelesen von Nvidia, dass die, hallo, wo ist denn jetzt hier der Faulschlamm? Ich würde gerne den Faulschlamm angucken, ob der das hat, was ich suche. Nee, wo finde ich denn diesen Rucksack? Ist der nicht hier mit drin? Nee, irgendwie nicht. Ich dachte, so ein Schleimling hätte den vielleicht, aber offensichtlich ja nicht. Und die haben nur... warte mal. Ich hole mir jetzt erstmal hier ganz kurz dieses Vorkommen. Wo ist es denn? Hier ist es. Und wo führt das jetzt hier hin? Hier ist ein Weg. Wo führt denn der hin? Nanu? Den kenne ich noch gar nicht. Habe ich heute gelesen, dass Nvidia eine Grafikkarte rausbringen will. Für Spieler, wohlgemerkt. Der Weg führt gar nicht... führt nirgendwo hin. Toll. Eine Grafikkarte für Spieler, für den Heimanwender normalerweise. Also nicht für den normalen Heimanwender, schon, sondern schon für Leute mit sehr hohen Anforderungen. Aber naja, also wer 1000 Euro für eine Grafikkarte schon viel fand, ne? Muss ich ja sagen, das ist auch schon, also das ist schon wirklich eigentlich schon ziemlich viel. Die haben ernsthaft... laut Ankündigung soll die Karte wirklich 3000 Dollar kosten. Ich meine, hallo? Wie dämlich. Ich meine, das... ja, sorry, erstmal ist das so viel, dass das praktisch keiner kaufen wird. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Also es werden natürlich immer... es finden sich immer ein paar Leute, die jeden Scheiß kaufen, aber dafür wird so gut wie gar keiner so viel Geld ausgeben. Ich meine, stell dir mal vor, du hast irgendwie... sagen wir mal, du lebst gut, hast, keine Ahnung, 2000 Euro netto, ja, im Monat. Dann musst du davon bestimmt, weiß ich nicht, wie viele Monate musst du da sparen? Sagen wir mal, du sparst da irgendwie 500 Euro im Monat oder 500 Dollar im Monat. Weil du willst ja noch andere Sachen, du willst ja noch leben, du willst in Urlaub fahren, du willst fürs Haus sparen, was weiß ich, oder Miete bezahlen, je nachdem, fürs Auto sparen, klar, ne? So, hast du also tatsächlich... nach 6 Monaten die 3000 Euro zusammen dafür. Oder andersrum, kannst du natürlich auch gleich ausgeben, wenn du schon vorher gespart hast, aber dann, ne, umgerechnet halt 6 Monate sparen für so eine Grafikkarte, vielleicht sogar mehr, je nachdem. Ne, also da ist schon, stellt sich schon die Frage, ob das Sinn macht. Ich meine, wenn man bedenkt, dass die Grafikkarte, was weiß ich, so ein, zwei Jahre lang vielleicht aktuell ist und du irgendwie dann pro Monat... weiß ich nicht. Also wenn du die vielleicht, na, vielleicht auch 3 Jahre lang nutzt und dann gibt es schon wieder was, was deutlich besser ist, wo du eigentlich schon wieder Geld ausgeben müsstest, theoretisch. Sagen wir mal, du nutzt die 3 Monate lang. Das wären alleine, sind das bei 3000 Dollar, 3 Jahre lang, ne? Sind 36 Monate, sind, naja, nicht ganz, sind so 80 Euro im Monat circa. Ein bisschen mehr, glaube ich. Also 80 Dollar im Monat. Also circa so 70 Euro, würde ich jetzt mal sagen. Also doch schon einiges. Huch, ruckelt doch nicht. Der hängt manchmal, ich verstehe das nicht. Naja. Also zahlst du praktisch, wenn du alle 3 Jahre... oder wenn du das auf 3 Jahre rechnest, sind das immer noch... ganze 70 Euro im Monat. Nur für die Grafikkarte. Dazu kommen natürlich noch Spiele, die du da brauchst. Mein Inventar ist voll, das ist sehr schön. Und da kann ich nicht verkaufen, da brauche ich das Ding hier. Na? Was sucht ihr denn? Also, ich weiß ja nicht. Ich meine, von den 3000 Euro kannst du natürlich auch ein Auto kaufen oder sowas, ja? Weißt du, aber nö. Warum Auto? Kannst du ja auch eine Grafikkarte haben. Ich meine, man kann ja auch mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, die 20 Kilometer, ne? Wozu braucht man da ein Auto? Dann lieber eine Grafikkarte. Hauptsache in Ultra HD spielen, ne? Das ist ja sinnvoll. Ja, also wirklich. Vor allem, was noch genialer ist, die Grafikkarte hat, warte mal, brauche ich das Ding? Nee, das brauche ich nicht, oder? Nee, das kann weg, glaube ich. Ja, die Grafikkarte besteht irgendwie aus zwei, praktisch aus zwei GTX Titan Black.
Das heißt allerdings auch, ach, hier ist der Rucksack, den ich, oder den Wanderknapsack, was auch immer das sein mag, den ich sammeln muss. Die Grafikkarte besteht praktisch aus zwei GTX Titan Black, die wiederum einzeln 1000 Euro kosten. Naja, wenn man jetzt mal bedenkt, dass die Grafikkarte allerdings, naja, so noch runtergetaktet ist, also nur 8 Teraflops hat, also, naja, ist eigentlich schon viel, aber wenn man bedenkt, dass dass eine GTX Titan Black über 5 Teraflops hat, und du das dann bei 2 rechnest, sind das eigentlich schon 10. Das heißt, wenn du 2 GTX Titan Black nimmst, dann dadurch 1000 Dollar sparst und, naja, und die halt einbaust, hast du zwar höhere Energiekosten vielleicht, weil die mehr verbrauchen und du musst noch Netzwerk kaufen, was weiß ich, aber das ist immer noch, da zahlst du immer noch weniger und hast mehr Leistung als mit einer GTX Titan Z, heißt die jetzt, oder soll die heißen, ich weiß es nicht genau. Heißt also, es macht eigentlich keinen Sinn, die zu kaufen. Und selbst wenn du davon 2 im SLI-Betrieb hast, ja, also ein Quad-SLI, weil da ja immer 2 drauf sind, also insgesamt 4, zahlst du 6.000 Euro dafür oder 6.000 Dollar, was ja schon eine stattliche Summe Geld ist, hast du dann 2x8 Teraflops, macht immerhin, ne, kannst du ausrechnen, 16 Teraflops. Oder du kaufst dir für 3.000 Euro 3 GTX Titan Black, die wiederum aber zusammen 3x5 Teraflops, also, naja, 15 Teraflops haben. Also wegen einem Teraflop mehr nochmal das Doppelte auszugeben, ist ja auch irgendwie sinnlos. Gut, natürlich spart man dadurch Energie und so, bla, und aber im Endeffekt nimmt sich das nichts. Ja, bei 3000 Euro, da musst du aber schon, also um eine Stromrechnung von 3000 Euro zu bekommen, über mehrere Jahre auch vielleicht verteilt, da musst du aber schon, oder generell um auf 3000 Euro Strom mehr verbraucht zu kommen, also an Kosten, da musst du schon, weiß ich nicht. Was verbrauchen die? Ich glaube eine GTX Titan Black 250 Watt, das Ganze mal 3. Macht 750 maximal, wahrscheinlich eher nicht so viel, aber naja. Muss rechnen. Kannst du eine pro Stunde vielleicht, ich weiß nicht, je nach Strompreis, pro Stunde spielen 20 Cent vielleicht, so 80, sagen wir mal 20 Cent. Ne? So. Spielst du also, warte mal, wie viel wollten wir? Ach ja, 3000 Euro Ersparnis? Gucken wir mal, rechnen wir mal 3000 Euro durch 0,2, macht also 15.000 Stunden. Ja, 15.000 Stunden sind 4 Jahre, ich weiß das gerade gar nicht. Ich glaube 15.000 Stunden ist doch schon eine stattliche Zeit, also ich glaube nicht, dass du in 3-4 Jahren oder so 15.000 Stunden spielen kannst. Das glaube ich nicht. Nee, oder? Warte. Ja, wenn du 40 Stunden pro Woche spielst, 40 mal 52 oder 40 mal 50 sind 2000. Da musst du aber schon, also da musst du aber schon ganz schön viel spielen. Da hast du ja keine Zeit mehr zum Arbeiten. Ist ja schlimm. Nee, wie viel musst du da spielen? Wobei, dann sind wir trotzdem nur bei 2000. Das heißt, du müsstest wirklich, nee, das schafft man einfach nicht, das geht nicht. Also, kannst mir nicht erzählen, dass ein normaler Mensch das schafft, so viel zu spielen. In 3 Jahren oder in 4 Jahren. Das glaube ich nicht. Also, wie gesagt, sind ja, ne? Nee. Also, von daher rechnet sich das eigentlich nicht, wegen des geringeren Energieverbrauchs. Natürlich ist das vielleicht besser für die Umwelt, aber ernsthaft, dafür 3000 Euro mehr ausgeben, lohnt sich nicht. Es tut mir leid. Das ist so sinnlos. Also ich wüsste nicht, wozu die Grafikkarte gut ist. Es tut mir leid. Ich verstehe es nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht kann mir das ja von euch irgendjemand erklären. Vielleicht ist die ja schon auf dem Markt, wenn diese Folge rauskommt. Ich weiß es nicht. Na? Also wenn es von euch jemand weiß.
tut mir leid. Also für, weiß nicht, wenn die 1500 oder 1300 kosten würde, dann würde sie vielleicht noch Sinn machen. Aber für 3000 Dollar? Ernsthaft? Es gibt doch kein Mensch 3000 Dollar aus. Für eine Grafikkarte. Das macht doch keiner. Kann ich mir nicht vorstellen. Also ich meine, es gibt Leute, die kaufen zwei GTX Titan für 2000 Euro, aber... Ja, wobei, wenn man nur denkt, ja... Na gut, es wird wahrscheinlich doch welche geben, die 3000 Euro dafür ausgeben, bestimmt, aber... So viele werden das nicht sein. Das kann ich euch sagen. So viele werden das nicht sein. Und, wie gesagt, man hat ja eigentlich nichts davon. Ich weiß ja nicht, wo da der Vorteil liegen soll. Gegenüber zwei GTX Titan Black. Das verstehe ich nicht so ganz. Die ja auch noch billiger sind. Sehr seltsam das Ganze. Also, ich kann das noch nicht so ganz nachvollziehen, was Nvidia sich dabei gedacht hat. Aber gut. Vor allem kennt man so eine Grafikkartenpreise eigentlich nur für diesen ganzen Quattro und Tesla und was weiß ich Serien hier für professionelle Anwendungen. War doch nicht für Normalsterbliche, die das als Hobby betreiben. Ja, als Hobby. Das ist doch... Ich weiß ja nicht. Na gut, es gibt natürlich Leute, die geben für ihr Hobby so viel Geld aus, da weißt du auch nicht mehr. Ja. Sollen auch Leute geben, die sammeln Autos. Das finde ich auch immer sehr toll. Weißt du, sammeln Autos für, was weiß ich, 200.000 pro Auto oder so. Und dann irgendwie 20, 30 Stück davon, ja. Na, und als, als Pizzabote stehst du da so und denkst dir so, ja, und ich arbeite dafür 5 Euro pro Stunde, ja. Und der kann sich dann sowas leisten. Da freust du dich bestimmt auch immer sehr. So, habe ich jetzt, ich habe doch den Rucksack jetzt gefunden, ne? Ich sollte vielleicht den mal öffnen, dann bekomme ich auch... Huch, was war das denn? Was ist denn da drin? Eine Duftkerze? Eine verdorben... Wie kann denn eine Duftkerze verderben? Und natürlich ein Stach... Nee, eine Schachtel mit abgestandenen Süßigkeiten. Lecker. Bestimmt Pralinen. Von, keine Ahnung, von, weiß ich nicht. Von was könnten die Pralinen sein? Fällt mir gerade keine... Parodie auf irgendeine Marke ein und ich möchte ja keine echten Marken nennen. Verdammt. Nee. Von Rita. Rita Sport, genau. Nee, Rita Sport. Kennst du Rita, die Rita Sport? Ich weiß es nicht. Kennst du. Komm, das geht nicht, der ist so schlecht. Kennt von euch jemanden Nis? Dann fragt doch, kennt ihr nicht? Kennt ihr Nis nicht? Nicht? Nee, dann fragt doch mal euren Kumpel. Er kennt Nis. Er kennt Nis? Mann. Es tut mir leid. Oh Gott. Raus damit. Oh Gott, diese Witze. Entschuldigung. Kann mich jemand hauen? Nee, lieber nicht. Ich habe jetzt schon Halsschmerzen, das ist schon Bestrafung genug. Entschuldigung. Mann, was habt ihr für uns, Gorak? Seid ihr sicher? Das sind große Neuigkeiten, Gorak. Diese Orks können sicherlich unserer Sache hier und auch zu Hause dienlich sein. Und ich bekomme Garmaschen, die ich nicht brauche. Garmaschen. Was nehme ich da? Das hier. Na, die Gamaschen brauche ich ja nicht, haben Intelligenz. Was will ich denn mit Intelligenz? Intelligenz. Weißt du schon? Brauche ich nicht. So, ansonsten habe ich noch... 38% schon wieder, Mensch. Geht aber voran hier. War hier nicht noch eine Quest oder habe ich mich da verguckt? Ich glaube, ich habe mich verguckt. Ich meine, ich habe vorhin auf dem Radar noch eine gesehen, aber vielleicht habe ich mich wirklich einfach verguckt. Nee, ich glaube, da ist nichts mehr, oder? Nee, da ist nichts mehr. Okay. Gut, dann möchte ich nochmal zurück. Fliegen zur Falkenwacht. So. Und dann möchte ich gleich mal eine enorme Pause machen und schlafen gehen. Da wäre ich auch glücklich drüber. Und vielleicht muss ich auch nochmal diese Dinger da sammeln. Aber die sind ja gleich da vorne. Auf dem Weg dahin. Wie praktisch. Mensch. Fliege ich mal so. Das sollte passen. Theoretisch. Müsste passen. Tja.
Also ich meine, eine Grafikkarte mit mehr Leistung brauchst du natürlich, aber so kurz vorm Release der nächsten Generation von Grafikkarten, also der nächsten Serie, weiß ich nicht. Also, naja, ich glaube, die GTX Titan hatte zum Beispiel auch in etwa so viel Leistung wie die GTX 960, die ja zwei Grafikkarten. Also war ja auch so eine Dual-GPU-Grafikkarte, also mit zwei Grafikchips. Und die GTX Titan hatte, glaube ich, weiß nicht, 10% weniger Leistung. Und war zwar auch genauso teuer, aber halt Single-GPU. Das heißt, du hast nicht diese Probleme wie Mikroruckler und bla, was du halt im SLI hast. Wenn es auch nicht mehr so stark sein soll, ich weiß es nicht. Angeblich ist es nicht mehr so stark. Ich habe es noch nie ausprobiert. Keine Ahnung, ich kann da nicht viel dazu sagen. Hier sollen irgendwo Vögel sein. Wie man sieht, sind hier sehr viele. Ja, liebes Spiel, das ist richtig schön. Diese Anzeige, die ist zum Glück nicht falsch oder so. Aber hier sind ja noch mehr. Ist ja kein so großer Umweg. Dann kann ich die Vögel mal töten und dann kann ich mir noch mal ein paar Schwanzfedern holen. Und zwar ganze 4 Stück. Was? Wieso brauche ich denn so viel? Na, jetzt sind die alle tot. Das ist doch wohl nicht wahr. Nein, nicht alle, aber so viele. Ach, diese blöden. Ja, mal diese blöden anderen Spieler, echt mal. Blödes MMO. Wieso sind hier andere Spieler? Finde ich nicht gut. Nein, natürlich ist das toll, wenn andere Spieler da sind. Ist natürlich doof, wenn es die ganzen Gegner tot sind, aber naja, gut, damit muss man halt rechnen, ne? Ich bin außer Reichweite. So, jetzt. Genau. Dann möchte ich ihn mal töten und dann sammle ich einfach mal Schwanzfedern. Tja, weiß ich. Ich weiß ja nicht, wie es jetzt bei den Grafikkarten aussieht in der nächsten Serie. Ob das dann wieder so ist, dass dann wieder so was. So eine High-End-Grafikkarte rauskommt, die dann irgendwie, weiß nicht, so, ja, 10% schlechter ist oder so, oder 20% schlechter als die GTX Titan Z für 3000 Euro. Ja, die sich kein Mensch, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das wirklich jemand ernsthaft kaufen würde. Naja. Ich brauche ein Ziel. Ich weiß ja nicht. Schauen wir mal. Ist halt nur sinnlos, wenn die weniger Leistung hat als zwei GTX Titan Black. Das ist ja irgendwie sinnlos. Die dann zu kaufen für noch mehr Geld als. Ich verstehe das nicht so ganz. So, hier soll. Ach, da ist der Teufelshäscher. Hat man gemerkt, der Boden hat vibriert. Naja. So. Stirb, du Knochenhäuter Geier. Na komm schon. Tu mir den Gefallen und geh endlich drauf. So, da ist er tot und der hier auch gleich. Haben wir schon? Ne, 5 von 8 Schwanzfedern erst. Das ist natürlich nicht so toll. Ich finde es ja auch schön, dass diese Geier nicht alle Schwanzfedern haben. Das ist natürlich sehr sinnvoll. Ich meine, gut, die könnten denen theoretisch auch rausgerissen worden sein. Andererseits guckt ihr die doch an. Die haben doch alle welche. Die haben ja sogar 3 jeweils. Das ist es ja. Ich verstehe es nicht. Sind jetzt eigentlich die Kämpfe leiser? Ich habe ja jetzt die Umgebungsgeräusche leiser gemacht. Jetzt müssten die doch eigentlich leiser sein. Oder nicht? Ich hatte nämlich mal bemerkt im Video, dass ich doch recht schwer zu verstehen bin, wenn ich ein bisschen in Gedanken ein bisschen leiser spreche, weil ich gerade, weiß ich nicht, überlege oder so, dann bin ich immer ein bisschen leiser. Naja, und gleichzeitig hier kämpfe, dann hört man mich immer nicht so gut. Ist mir aufgefallen, deswegen wollte ich eigentlich die Kämpfe leiser machen. Keine Ahnung, ob ich den Effekt jetzt erzielt habe. Das ist ja sehr schlecht beschrieben, leider, in den Sound-Optionen. Steht ja nicht da, ob das die Kampflautstärke ist oder nicht. So, da hinten ist jetzt so ein Dings. Das hole ich mir gleich mal, das Teufelseisen. Also, wenn ich kann, natürlich werde ich gleich erstmal von denen angegriffen. Oder auch nicht. Nee, doch. Ah, doch. Reicht nicht. Mist, egal. Du bist jetzt auch gleich tot. Komm schon, stirb. Stirb, du elendes Untier. Tome den Gefangenen und stirb endlich. So, na also. Und jetzt das hier nochmal mitnehmen. Und jetzt haben wir alle Schwanzfedern. Und außerdem noch ein bisschen Teufelseisen und natürlich Erdpartikel. So, kann ich hier irgendwas machen? Ja, ich kann Erdpartikel zu... Blip, ja, hier, Urerde machen. Jetzt habe ich Urerde und noch einmal Urfeuer. Juhu, das ist ja toll. Wow, und jetzt? Jetzt kann ich die Quest abgeben. Das ist auch sehr schön. Und ich habe 0 freie Plätze im Inventar. Das ist ein Traum. A dream come true. Ja. Wow, wieso habe ich 0 freie Plätze? Was habe ich denn wieder für einen Scheiß? Ist ja schlimm. Hier, das brauche ich vor allem alle. Das ist alles so wichtig.
Hier auch, das Ding ist auch alles, wow, das ist alles so wichtig. Das kann ich eigentlich alles verkaufen. Huch, hä? Wieso dreht er sich? Ich verstehe das manchmal nicht. Irgendwie dreht er sich manchmal ganz komisch. Wenn ich so klicke, die Kamera drehen will, dann dreht er sich einfach in eine andere Richtung. Ich glaube, das ist ein Bug. Ich kann es ja nicht so verreißen auf einmal. Muss ja schon, ne, wenn ich das so drehen will, muss ich ja schon... Nee, das geht nicht. Das kann ich eigentlich nicht aus Versehen machen. Naja, komisch. Ich möchte es erstmal verkaufen, warte mal. Hier. Und zwar, das Fleisch möchte ich behalten. Das kann weg, das kann weg, das kann weg, 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 weg. Weg, weg. Weg. Schwierig, was soll ich hier alles weg? Das kann weg. Das Fels hat so Omelette, das brauche ich nur wirklich nicht. Ansonsten habe ich gerade nichts, was ich unbedingt verkaufen möchte. Das ist natürlich doof. Ja, verdammt. Kann ich das hier? Das geht nicht, oder? Das kann nee. Ich nicht dahin Mist. Das geht ohne. Das ist ja doof. Kann ich da echt nichts? Nee, die Edelsteine gehen ja nicht rein. Ansonsten habe ich auch nichts, was ich in diese Tasche da reinpacken kann. Wenn ich jetzt noch schweren Stein hätte oder sowas, der könnte dann noch natürlich rein. Aber sonst habe ich leider nichts da. Ach, den hier kann ich auch nochmal verkaufen. So. Okay. Was wollte ich machen? Ich wollte diese wunderschöne Quest abgeben, dann... treffsichere Pfeile. Habt ihr alle Federn beisammen? Natürlich. Die sollten ihren Zweck erfüllen. Ich hatte schon befürchtet, dass den Waldläufern bald die Pfeile ausgehen. Doch nun muss ich mir darüber erstmal keine Sorgen mehr machen. Vielen Dank für eure Hilfe, Krieger. Der Tag der Abrechnung wird... Okay, haben wir das auch? Und jetzt gibt es hier noch mehr Quests, die waren hier unten, ne? So, spring ich mal runter. Aua! Tut doch weh, verdammt, wieso mache ich das? Was ist Nein. euer Begehr? Hattet ihr Glück, Orak? Die Teiche von Agona liegen nördlich der Höllenfeuer-Zitadelle. Das Tagebuch meines Ehemanns hat nicht das Geringste mit seinen Forschungen zu tun. Wie konnte ich nur so blind sein? Die magischen Eigenschaften dämonisch beeinflusster Schleimformen. Beinahe hätte ich es geglaubt. Arelions Geheimnis. Arelions Tagebuch enthält überhaupt keine wissenschaftlichen Studien. Er beschreibt seine Eskapaden mit einer jungen Blutelfe. Wie konnte ich nur so dumm sein? Unglücklicherweise nennt das Tagebuch den Namen des Flittchens nicht. Aledes, ein Kollege von Arelion, war sein bester Freund und Vertrauter, befragt ihn und findet heraus, mit wem er eine Affäre hatte. Ich habe gesehen, wie Aledes sich vor kurzem aus der Falkenwacht in Richtung Zangamaschen aufgemacht hat, folgt der Straße nach Norden aus dem Dorf heraus. Sie biegt nach einer Weile nach Westen in Richtung Zangamaschen ab. Für den Sonnenbrunnen. Okay. Anaria Scholar. Das Teufelsblut. Habt ihr es bekommen, Gorak? Die in den Proben gespeicherten Energien sind unfassbar stark, Gorak. Nun müssen wir nur noch sicherstellen, dass wir auch in Zukunft freien Zugriff... Entschuldigung. ...auf das Teufelsblut haben. Okay, wie spät... Okay, so spät ist schon. Na komm, ich lese es nochmal vor. Unsere Speer haben kürzlich einen Paladin der Draenei in der Nähe der Teiche von Agona aufgegriffen. Wir nehmen an, dass er vorhatte, an einem Säuberungsritual zur Reinigung der Teiche teilzunehmen. Natürlich müssen wir das Vorhaben der Draenei stoppen, oder unsere Teufelsblutquelle wird für immer versiegen. Er hatte diesen Signalstein bei sich. Offensichtlich hatte er den Auftrag, einen sicheren Ort zu markieren, an dem ein Priester, sie selbst nennen sich Anashore, in aller Sicherheit ein Säuberungsritual durchführen kann. Nehmt den Stein und platziert ihn am Altar von Agona und bereitet einen Hinterhalt für die eintreffenden Draenei vor. Ich schlage vor, dass ihr besser ein oder zwei Freunde mit euch bringt. Naja, eigentlich nicht. Die Quest ist inzwischen alleine machbar. Aber gut. So, was haben wir hier noch? Ach, das ist nochmal Arelions Geheimnisgut. Das kann ich auch nochmal vorlesen. Und abgeben die Quest. Und dann habe ich immerhin schon... Ach Mensch, die Hälfte habe ich schon vom Level. Krass. Mit wie viel habe ich denn angefangen? Ich weiß es gar nicht. Wo ist denn der Typ? Hä? Nochmal, Moment, der soll hier... Hä? Bin ich blöd? Angeblich ist er hier, aber hier ist keiner. Hä? Nochmal. Also hier ist... Moment nochmal, plus... Are... Irgendwie so. Hä?
Vor allem gehe ich da drüber und geht nicht. Arisella soll da sein. Okay, wer ist denn Arisella? Achso, ist er vielleicht hier oben drauf und es wird falsch angezeigt? Ich weiß es ja nicht, aber kann ja auch nicht sein. Nee, du bist es auch nicht. Nee, hä? Wer ist denn Arisella? Mit wem soll ich denn... Welche Quest habe ich denn fertig? Hm? Irgendeine muss ich doch fertig haben. Hä? Hier? Wieso ist da... Willst du mich veräppeln? Wieso ist da ein Fragezeichen auf der Quest? Das heißt, dass ich eine Quest abgeben kann. Aber hier ist niemand. Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Willst du mich veräppeln? Hä? Das ist die Quest offensichtlich. Das ist einfach nur ein Fehler in der Anzeige scheinbar. Offensichtlich. Ne, wenn ich jetzt hier klicke, dann habe ich auch nur... Okay. Hä? Ich verstehe es gerade nicht. Das ist da. Das hier ist... Das ist diese Quest und das hier ist... Kann ich jetzt nicht anklicken. Das ist diese Quest hier. Okay, das wird einfach nur falsch angezeigt. Gut. Aber auch hier auf der Karte, das irritiert mich ein bisschen. Ist ja sehr seltsam. Komisch. Muss ein Fehler sein. Verstehe ich nicht so ganz, warum das so ist. Na gut, ich wollte... Ah ja, genau. Diesmal mache ich den Fehler nicht. Diesmal gehe ich ins Gasthaus. Dann bin ich beim nächsten Mal erholt. Das ist auch sehr schön. So. Dann mache ich mal hier im Gasthaus. Ich gehe mal ein bisschen hier. So, haben wir mal eine bessere Kameraperspektive hier. Vielleicht mal so oder so. Na, hier sieht es nicht so schön aus. Naja. Gut, egal. Na dann, sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Irgendwie ist das doppelt gemoppelt. Naja, egal. So, und vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss.